willkommen zum 109. Künstlerheringschmaus hier im Felderhof. Dankeschön der Deutsch-Wagramer Faschingskapelle. Ihr wart wunderbar beim Einzug. Ein großer Dank geht auch unseren Felderhof-Chef Peter Grossmann. Danke wie immer, du bist der Beste. Er war jetzt mit unzähligen prominenten Weltstars. Er hat ein Einkaufszentrum, er ist Reality-TV-Darsteller, er ist Baumeister, Bauunternehmer, Projektentwickler. Zu 80 haben wir gemeinsam gesungen, den Weibermaßen, lieber Richard. Und mittlerweile ist er unglaubliche 90 Jahre alt. Aber er liebt seinen Streichelzoo. Mausi, Hasi, Käfer, Bambi, Katze, Kolibri, Goldfisch, Zebra, Bienchen, Schmetterling, Täubchen. Ich hoffe, ich habe keine vergessen. Und Sie haben es erraten, es ist unser Baumeister Richard Lugner. Herzlich willkommen, unser Hochverehrter. Liebe Freunde, wir gehen weiter mit der Musik, mit unserer Faschingskapelle und genießen Sie den Abend. Wir werden das noch einige Male hören. Es ist im Machfelderhof herrlich. Ansonsten kannst du mich mit Fasching jagen, dass einer Sau graust. Es ist für mich eine der schlimmsten Zeiten im Jahr. Vielleicht liegt es daran, dass wir uns im Jahr immer verkleiden müssen, aber diese aufgesetzte künstliche Fröhlichkeit, so auch zu Silvester, ist wirklich so, dass man echt jedes Mal die Grausbirnen aufsteigen. Ich freue mich, dann einen schönen Heringsschmaus zu haben und dann diesen unseligen Fasching hinter mir zu lassen. Das ist so quasi der Countdown zum Ende des Faschings. Das ist der Countdown und es ist schön, dass man den Aschermittwoch im Machfelderhof am Faschingsdienstag feiert. Da kommt schon ein bisschen die wunderbare Aschermittwoch-Stimmung auf. Alles klar. Jetzt wollen wir natürlich von dir noch wissen, was ist dein Lieblingsgericht hier im Felderhof am Aschermittwoch? Der Fisch natürlich, aber ich bin generell eine Riesenfischesserin. Am liebsten direkt vom Meer im Urlaub auf den Tisch. Aber ich finde jeden Fisch hervorragend. Ich liebe Fisch. Ja, und dann lassen wir sich verwöhnen heute hier im Felderhof, ne? Aber es beginnt ja jetzt die Fastenzeit. Und, einmal noch so richtig. Einmal noch richtig, genau. Und dann Kastein. Dann gibt es kein Fleisch mehr. Ich bin evangelisch, ich darf. Ja, weißt du, ich habe mich so gefreut auf die Muscheln hier. Die Muscheln sind eine Sensation und ich hoffe, dass es sie heute wieder gibt. Die Vorspeise war schon vorzüglich. Jedes kleine Schüsselchen ein anderer Geschmack. Toll angerichtet, also. Grandios die Fische. Und wirklich das Wichtige ist, dass man Fische reifen lässt. Man darf sie nicht so ganz frisch aus dem Meer, das kann ja jeder. Aber zuerst ablagern, damit sie so die richtige Reife bekommen, das ist das Wunderbare. So wie beim Mann, ne? Ja, so wie beim Wein. Aber schau, ich bin ein Fischliebhaber, ja. Das Einzige, was mir leid tut, dass jetzt die Fastenzeit kommt. Ich esse halt so wirklich so gerne. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde. Aber heute gebe ich es mir noch einmal so. Ich gebe es mir heute so richtig. Tamara, du brauchst keine Angst haben. Ich habe eine Schwiegermutter gehabt, die war früher Klosterschwestern. Und die hat mir erklärt, was im Fasten, wie Fasten funktioniert. Im Fasten isst man sich einmal im Tage bis zur Sättigung satt. Nur einmal am Tage. Und was heißt bis zur Sättigung? Das heißt, bis man nichts mehr runterbringt. Ah, Nutella! Nutella! Und was ist bei euch? Ist morgen bei euch Heringsschmaus? Nein, wir sind nicht spezialisiert. Wir haben natürlich eine Heringskarte, aber wir sind nicht jetzt... Wir dauern jedes Jahr denselben Hering. Wunderbar, dann kommen wir vorbei. Danke. Freuen mich. Ja, ich gehe eigentlich nie gern zu einem Heringsschmaus, weil immer so viel los ist und so. Aber ich habe mit Peter Grossmann erst abgesagt und dann hat er gesagt, nein, du musst einfach kommen. Na, also dann habe ich mir gedacht, da ja das Nächste, der Spargel ist. Und der ist erst im Mai. Und ich aber dann auch ein Spargelfeld habe. Ich bekomme ja immer Spargel geliefert, ja. Dann habe ich mir gedacht, na gut, dann gehe ich doch zum Heringsschmaus. Und ich freue mich darüber. Und wie hat er gemundet?
Ja, naja, ich bin ja noch nicht. Ich kriege eine andere Hauptspeise. Ja, immer die gleiche Hauptspeise. Eine halbe Portion Sperrips. Na, was Fantastisches. Also, ein wunderbarer Ausklang einer Ballsaison. Ja, für mich besteht die Ballsaison nur aus einem einzigen Abend. Das ist der Zuckerbäckerball. Früher bin ich auch oft am Opernball gewesen, aber ja, das hört sich auch auf. Und ich gehe nur, wenn ich eine Loge habe, weil bei meinem ersten und bei meinem zweiten Mal haben wir immer selber Logen gehabt. Jetzt war ich immer eingeladen beim Präsidenten Marihard. Aber der ist in Pension, im Moment nimmt er keine Loge, vielleicht nimmt er wieder. Ja, dann glaube ich, werde ich wieder dabei sein. Aber es muss nicht sein. Ich habe es im Fernsehen gesehen. Ja, also schau, es ist so, bei einem Opernball, die Leute, die sich am meisten freuen, sind die Debütantinnen und die Herren dazu. Die freuen sich, dass sie das erste Mal auf einem Ball sind, noch dazu auf einem schon schönen Opernball. Aber die anderen wissen ja eh, das ist jedes Jahr dasselbe. Aber ich muss sagen, der Zuckerbäckerball war das schönste Ball von Wien. Du, weißt du, wie oft ich das höre? Und mit größter Freude. Die sagen auch alle, es war so ein herzlicher Ball. Und ich weiß, es war so ein junger. Weißt du, die Jugend bringt ja die Stimmung vom Ball. Die Älteren gehören auch dazu. Ja, wir sind auch dabei und wir freuen uns, aber Stimmung bringen die jungen Leute. Und da haben wir ganz tolle Empfehlungen gehabt, fantastische. Und ich freue mich auch über deinen Film, den du immer sensationell mit deiner Gattin machst. Danke, dann wünsche ich noch einen wunderschönen Abend. Danke dir. Danke. Aber nächstes Jahr hast du ja alles schon, frag mal. Alles. Ja, ja. Jetzt habe ich den Präsidenten der Johann Strauß Gesellschaft hier in einer wirklich wunderbaren Gesellschaft, würde ich mal sagen. Ja, es ist immer schön, beim Künstler Herding Strauß im Felderhof zu sein. Ich liebe die Atmosphäre und es ist so niveauvoll und gleichzeitig entspannt und etwas ganz Außergewöhnliches. Ja, und nach dieser langen Durststrecke, die wir gehabt haben, nicht nur wir, sondern auch die Künstler alle, ist es ja wunderbar. Wir haben eigentlich eine relativ schöne Saison schon gehabt. Eigentlich ja, es ist eigentlich zur Normalität zurückgekehrt. Es geht mit dem Kulturbetrieb wieder bergauf. Es sind sehr gute Besuchszahlen, also wir sind sehr zufrieden mit der Auslastung bei der Johann-Strauß-Gesellschaft Wien. Also ich kann nur sagen, ich kann positiv in die Zukunft blicken. Das heißt, wir können jetzt mit aller Ruhe in die Fastenzeit gehen? Na, mit aller Ruhe sollte man nicht gehen, man muss immer auf alle Eventualitäten gefasst sein, aber wir so mit Zuversicht sollten wir in die Fastenzeit gehen. Wunderbar, dann sage ich recht herzlichen Dank. Sehr gerne. Dankeschön. Ja, jetzt, Kathi, wir haben heute, kann man sagen, ein Fest Wein und Fisch. Das passt ja optimal, oder? Ja, passt perfekt. Ich habe auch drei verschiedene heute mitgenommen zum Essen. Was dürfen wir denn heute erwarten? Ja, einen Weißwein, einen Chardonnay 2022, passt von den cremigen und nussigen Aromen sehr dazu. Andererseits passen aber auch Roséweine super, nicht nur vom Geschmack, sondern natürlich auch von der Farbe zum Fisch. Und dann haben wir natürlich auch noch für die Rotweinliebhaber einen St. Laurent mitgenommen. Jetzt kann man sagen, dass da ein bisschen ein Unterschied ist zwischen Fisch und zum Beispiel Meeresfrüchten beim Wein. Also es kommt tatsächlich immer auf die Zubereitungsart an. Das heißt, wenn man zum Beispiel sagt, das wurde scharf angebraten, passen zu diesen Röstaromen gleich ganz andere Weine, als wenn da zum Beispiel eine deftige Soße drüber ist. Das heißt, was ist heute das Highlight? Ja, also das Highlight kommt gleich noch auf der Bühne, weil wir für den Herrn des Abends, für den Herrn Lugner, natürlich wieder eine eigene Flasche mitgebracht haben. Auf das sind wir schon gespannt. Sehr gut. Dann sage ich euch recht herzlichen Dank. Dankeschön. Wenn ich ein Fred hab, dann weiß ich nie, ob stürmt oder schneit. Wenn ich am Herrn der Wohnung stehe, dann komm ich mir vor, als wir anklopfen, die 24 Stunden lädt. Und die Leute alle wissen von Haus zu Haus, schaut einmal her, so schaut ein verliebtes Mal aus. Einen ganz besonderen Wein halte ich da natürlich noch in meiner Hand hier, Einzelstück. Für den Mann des Abends haben wir ein kleines Erinnerungsflaschen mitgebracht. Wir haben uns ja erst beim Villacher Fasching gesehen. In diesem Sinne. Wieso haben Sie gewusst, dass Sie heute mit mir da sind? Ja, ja, auch mit der Simone. In diesem Sinne, Lala, einen schönen Faschingsdienstag noch. Schönen Abend. Danke. Ja, wir kennen uns ja schon.
Ja, ich fange mal an mit Leilei. Leilei. Geht heute zu Ende. Es geht heute auf Sendung. Es läuft jetzt gerade, ja? Ja, und wir sind hier und feiern schon praktisch den Aschermittwoch. Ja, nach dem Fasching ist quasi vor dem Fasching, was soll man sagen? Aber ja, ich freue mich auch alle Jahre wieder hier zu sein, weil es einfach ein wirklich wunderschöner Event hier ist. Und da wird der Fasching so richtig, ja, nochmal hochleben gelassen. Aber mein Aschermittwoch sollte eigentlich der Heringschmaus sein, aber dann ist er halt am Faschingsdienstag auch gut. Wir essen ihn jetzt auch. Wir essen den Hering immer, wenn er da ist. Wie war die Produktion im Villach? Wie immer sehr anstrengend, aber hat sehr, sehr Spaß gemacht. Und gut besucht, ne? War heuer natürlich wieder gut besucht. Die Leute wollten wieder feiern, die wollten wieder Fasching haben. Und die Stimmung war bombastisch und ich hoffe, das kommt heute Abend auch im Fernsehen rüber. Das bin ich überzeugt davon. Dann sage ich schon recht herzlichen Dank und noch ein schönes Feiern. Leilei. Leilei. Jetzt habe ich zwei Sänger, zwei Stimmungskanonen. Ja, und wir feiern den Ende des Faschings. Ja, ja, und es ist endlich Ruhe dann. Nein, war schön. War schön. Eigentlich war ist ja das ganze Jahr Fasching, nicht? Aber heute ist der besondere, der offizielle Fasching. Mhm. Sonst haben wir eh das ganze Jahr Fasching. Ich zumindest habe ich das ganze Jahr Fasching. Was ja, ja. Jetzt müssen wir es wieder erklären, in der nahen Zeit müssen wir nichts erklären. In der nahen Zeit müssen wir nichts erklären. Na gut, das ist nicht schlecht. Aber ich beklage mich nicht, das ist jeder Tag im Jahr ein schöner Fasching. Und Heringschmaus, auch der Sache? Ausgezeichnet. Ich bin an und für sich, ich esse gerne Fisch und trotzdem esse ich am selten. Aber ich esse am gern. Wahrscheinlich, weil ich am selten ist, freue ich mich immer wieder, wenn ich die Gelegenheit habe, wieder einen zu essen. Und damit Genuss. Aber das mit Genuss, absolut. Ja, kann ich nur bestätigen, und wobei ich sagen muss, Machfelderhof ist immer gut. Ja, wurscht, was die machen. Heringschmaus, da ist ein Muss. Ja, ja, absolut. Es ist auch eine schöne Veranstaltung. Das nächste ist dann die Spargelessen. Das ist auch immer großartig. Und man trifft viele liebe Bekannte und hervorragendes Essen. Ja, und schön heute. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben diese komische C-Zeit hinten überwunden, gell? Ja, schon. Ja, ich glaube, Gott sei Dank, ja. Gott sei Dank. Ich sage, jetzt geht es nur mehr aufwärts. Es kann ja, nur mehr absolut besser werden. Schlechter kann es nicht mehr werden. Nein, das ist wahr. Ich glaube, wir gehen jetzt damit so um, wie man umgehen sollte. Und diese Ungewissheit und diese Angst, die da war, weil man gar nichts gewusst hat, das hat sich jetzt ein bisschen wieder normalisiert. Und ja, ich mein, jetzt, wenn man Schnupfen hat und dann husten, man darf wieder niesen. Es ist also wirklich, man war ja eine Zeit lang wie ein Aussätziger, wenn man mal niesen hat müssen. Nicht? Man sich gleich entschuldigt, das war nicht so gemeint. Jetzt sind wir Gott sei Dank wieder dabei. Und Masken kehren, ein Maskenball und sonst nirgends. Maske kehrt prinzipiell nur für einen Maskenball. Meine Meinung. Wunderbar, und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke. Danke. Dankeschön. Danke. Tolle Sache. Darum kommt man immer wieder gern her. Man sieht Leute, ich habe schon ein paar gesehen, die ich ewig nicht gesehen habe und so weiter. Man unterhält sich. Das Essen ist sehr gut, es ist eine gute Stimmung. Die Programmteile waren bis jetzt sehr gut. Und ja, das ist eigentlich, kommt man sehr gern her. Und Fisch auch eine Lieblingsspeise? Fisch mag ich sehr gern, ja. Ich werde jetzt auch ab morgen ist ja, nein, morgen muss ich noch einen Heringschmaus machen, da werde ich noch ein Glas Wein trinken. Aber praktisch ab Donnerstag ist dann, will ich ein bisschen 6 Wochen zumindest versuchen, ein bisschen ohne Alkohol zu sein. Alles klar. Jetzt, natürlich dürfen wir jetzt da nicht weggehen, ohne eine Werbung in eigener Sache, Kitzi. Ja, Feuerwerk, die eben gesungene. So mit Football wird er mit dabei sein, wird die Tante Bertha spielen, ich freue mich schon sehr. Ich bin da mitten in den Vorbereitungen mit Kostüm und Bühnenbild, da war Manfred Wagner, macht mal wieder das Bühnenbild. Und die Anna Lienbacher, das ist die Tochter von der Kammersängerin Edith Lienbacher, die macht die Kostüme. Ja, und wer das Feuerwerk nicht kennt, es gibt ein bekanntes Lied daraus. Es gibt zwei. Ich habe ein kleines süßes Pony und oh, mein Papa war eine wunderbare Clown. Das sind die beiden Lieder, die Iduna, sprich Alexandra Reinbrecht, singen wird. Und wer jetzt nicht einen Guster gekriegt hat, ist selber schuld. Ja, ab selber nach Kitzi. Ich muss verhungern. Ja. Genau. Ich danke dir. Ja. Grünender Abschluss der Faschingszeit. Wie kann es anders sein? Der Heringschmaus im Machfelderhof. Für die einen ist der große Abschluss im Machfelderhof, die anderen haben den großen Faschingsausklang beim Opernball oder beim Villacher Fasching. Aber ich glaube, die Stimmung bei uns kommt allen anderen Veranstaltungen mindestens genauso nahe. Jetzt sind doch wirklich ein ziemlich breites Spektrum an herrlichen Speisen heute gewesen.
alles rund um den Fisch natürlich, wie es zum Heringschmaus sein soll. Zuerst ein großes Potpourri mit verschiedenen Heringssalaten, eine Bouillabaisse haben wir serviert, Bouchon-Muscheln und jetzt kommt dann noch der Seesaibling und natürlich was Süßes dann noch. Ja, und die Weine dürfen natürlich auch nicht fehlen, haben wir schon gehört, dass da wirklich gute Weine dabei sind. Die Katharina Baumgartner macht wirklich sensationelle Weine. Sie ist das größte Weingut von Österreich und also die werden kredenzt hier. Wir haben vier verschiedene Sorten und kommen sehr, sehr gut an und passen ausgezeichnet zum Fisch. Jetzt wollen wir natürlich wissen, was schmeckt dem Peter Grossmann von diesen ganzen Sachen am besten? Von diesen Sachen würde ich sagen, die Bouillabaisse auf jeden Fall. Da habe ich bereits drei Gläser heute gegessen. Die Muscheln ganz sicher, aber ich bin ein Fischliebhaber. Also ich könnte jeden Tag eigentlich Fisch essen. Und ist ja gesund. Soll ich eigentlich gesund sein, ja. Sage ich schon recht herzlichen Dank und wir freuen uns auf, jetzt geht es ja noch ein bisschen weiter mit dem Heringsschmaus da im Haus, ne? Ja, es geht noch heute Morgen oder am Donnerstag um einen Katerschmaus. Und ja, also schon langsam fangen wir eh schon an, am Spargel zu arbeiten. Genau, der kommt dann ab heute und das wird eine ganz großartige Sache. Das wird es ganz bestimmt wieder. Da sage ich schon danke. Ich freue mich auf ein Wiedersehen, danke. Zum heutigen Künstlerherrenspaß sehr herzlich willkommen und hoffe, dass Sie sich wohlfühlen und ein paar amüsante und appetitliche Stunden hier bei uns verbringen. Die Familie Boczek hat seit Generationen zur Tradition gemacht, hier im Marktfelderhof mit vielen Künstlern aus allen Bereichen den Fasching zu verabschieden. Das war immer so und wird auch die nächsten 100 Jahre so zelebriert werden. Als kleinen Höhepunkt des heutigen Abends freue ich mich, die seit Gerhard Boczeks Ableben ins Leben gerufene Gerhard Boczek Gedenkmedaille zu verleihen. Herr Baumeister Richard Lugner war ein ewig langer Freund von Gerhard Boczek und ist ein jahrzehntelanger treuer Stammgast bei uns hier in unserem Haus. Weiters ist Herr Lugner ein genauso geniales Werbe- und PR-Genie, wie unser Gerhard Boczek es war. Ich freue mich daher besonders, Herr Baumeister Richard Lugner, die Gerhard Boczek Gedenkmedaille samt Urkunde heute überreichen zu dürfen und darf Sie ganz kurz zu mir auf die Bühne bitten. Eine Urkunde, die hoffentlich bei Ihnen in Ihrem Büro einen passenden Ehrenplatz bekommt. Und besitzt eine Ausdauer, Kreativität und Energie, um die ihn manch junger Hüpfer beneiden kann. Ich wünsche ihm noch viele Jahre dieser unbändigen Lebenslust und Schaffenskraft. Herzliche Gratulation zur Boczek-Medaille und noch viele Auszeichnungen. Ad multos annos. Lieber Richard. Medienpräsent, also er war ein genialer Geschäftsmann, aber er war natürlich auch, mit mir hat er gewisse Ähnlichkeit, heißt wieder, immer wieder, wir sind nicht ernst zu nehmen, er ist mit seinen Chinellen immer bei den hereingekommen und habe zu einem Großmann gesagt, das müssen Sie auch machen. Sagt er, nein, das mache ich nicht. Ich gebe mir mit einem Sarg hinauf, damit ich es nicht glauben muss. Und so war der Boczek. Ich kann noch viel erzählen, aber im Wesentlichen war er ein toller Geschäftsmann, ein weiser Mann. Alle Palais kannte er von Wien. Er war einfach kein dummer Mensch, sondern wirklich ein Genie. Und damit wollte ich sagen, ich bedanke mich, so wie die Edith Leier, solche Reden kann ich nicht halten, aber ich hoffe, es hat gereicht, was ich gesagt habe. Sash bomb, yes! Sash bomb, sash bomb.
Schönen Abend noch. Dankeschön. Bravo, bravo, bravo.